I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. Hier bei Crush for the Fake 89 befinden uns nun auf der Suche nach den Regenbogenweißen, um unsere Macht zu stärken. Aber zuvor stehen wir jetzt hier jede Menge Feinde gegenüber und diese gilt es jetzt fertig zu machen. Also, ja, dann mal los, ne? Mit dem werden wir schon noch fertig. Okay. So. Jetzt mit ihm davor zu gehen wäre Selbstmord, weil er hat kaum noch KP. Und mein Heiler ist gerade. Ja. Und tätig, irgendwas zu machen. Okay, gegen den Scharfschützen könnten wir mit Yato vorgehen. Die haben alle eine Resistenz gegen den Drachenstein. Wie es scheint. Da ist Yato wirklich die beste Waffe hier. Gut. Gehen wir los. Zum Angriff. Schon mal nicht schlecht. Da könnte ich jetzt bald mal mit dem Level 10 erreichen. Aber ich fürchte, sie wird zuerst mal ein Level aufsteigen können. So. Der ist auch schon weg vom Fenster. Sie kann auch auf Level 3 auch aufsteigen. Und es gibt den Thronschlüssel, aber sie hat das Meistersiegel. Oh, das zweite. Ich habe also gleich zwei bekommen. Ey, das ist gut, da kann ich gleich zwei aufstufen lassen. Nice. Also sei so und Takumi sind schon mal gute Kandidaten. Ja. Tu das Heilmittel weg. Das verwende ich ohnehin kaum. Was soll's mit den anderen müsste ich hin? Haben die überhaupt Pfeil und Bogen hier? Purgativ haben die. Ah, da ist noch ein Scharfschütze. Also für die beiden ist es zu gefährlich fürs Erste. Deswegen rücke ich jetzt mal mit dem Unibarbar vor. Die kann gar nicht ausrichten. Oh, doch, mit der Wurfkeule. Ich würde schon sagen, was zum Teufel. Aber das sind nur 66%. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Ja, klappt. Und Level up. Hm. Auch nicht gerade gut. Sei es drum. Obero. Eine Chance ist gekommen, den Typen den Rest zu geben. Und damit selber jetzt nämlich mein Level aufzusteigen. Oh ja. Was zum Teufel? Was für ein Bauchklatscher. Oh, nicht schlecht. So. Ja, sie kommt leider nur mäßig hinterher. Aber ich kann danach helfen. Eine Heilerin muss immer das vorderste Team immer an der Front mit den anderen sein. Tappe bitte. So, sie könnte. Das ist gut. Soll ich heilen? Nö, angreifen! Schade, dass es nicht ganz für einen Sieg ausreicht. Den kann ich leider nicht ganz töten, aber immerhin Schaden zufügen. Wenn er also versucht, zurückzuschlagen, dann hat er nichts zu lachen. Naja, ich darf jetzt nicht den Scharfschützen vor die Füße fallen. Naja, zu spät, ich bin bereits mit dir. Okay, aber er hat kein so gutes Bewegungsfeld, also ich bin derweil anscheinend noch sicher vor dem. Kann sich nicht besonders gut bewegen. Das heißt also, Rena, lieber nicht, weil sich lieber Hinoka die Chance geben zum Angreifen. Ich hoffe nur, sie bewegt sich da aber schon nicht viel zu nahe hin. Da könnte sie erreichen. Kann ich von der Ferne aus angreifen? Nee, geht nicht.
Aber sie kann wenigstens heilen. Macht ihr das mal schnell. Damit sie wenigstens so eine Erfahrung bekommt. Oh, oh, ich hoffe aber nicht, dass ich jetzt... Nee, sieht nicht so aus. Oh, okay. Immerhin wird sie nicht angegriffen. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach so. Das sind die beiden. Die sind noch übrig. Okay. Aber wenn sie nahe dran ist... Fürchte ich... dass er da keine Chance hat. Auch wenn der Gegner für sie gefährlich wäre, aber nur von weiter fern. Okay. Aha. Kannst du mal sehen. Azura. Kannst dich ja noch währenddessen bewegen. Sing mal fürs... Ach, du kannst nicht für sie singen. Alter, schade. Gut. Dann überlasse ich hier die Beute. Okay, let's go. So, und tschüss, Kowski. Rest in peace. Ruhe in Frieden. Heilige Scheiße. So, und sie kann jetzt sich um die Truhe kümmern. Tonschlüssel könnte sie eigentlich dafür tun. Fluchrote? Im Kampf, dem maximalen KP des Ziels. Das tue ich zum Vorrat schicken. Hebe ich mir dann für später auf. So. Ich glaube, sie heilt lieber. Also jetzt schon wieder einiges an Schaden genommen. Und das beschert hier. Level 20. Sind wir. Und wie wir das sind. So, bewegt euch vor, Leute. Alle Mann vor. Und Frauen natürlich auch. So. Das alles benötigt ein bisschen. Ebenfalls ein bisschen Heilung. Oh ja. Und auch darf sich jetzt über Level 21 freuen. So. Soll ich die Treppe mit dir nehmen? Was erwartet mich jetzt dahinter? Ein Held. Dein Stahlachs und Tonschlüssel. Bin ich da jetzt Ninja? Gut, ich glaube nicht. Und hier sind lauter Waffenmeister mit einem Katana und einer Silberkeule. Und die Waffen sind gut. Oh Mann, da erwarten mich noch ein Haufen Gegner hier. Komme ich dann hier rauf zu denen? Die benutzen Naginatas und Feuerschuriken. Bevor ich dann zum Ende gelange, wo der Berserker auf mich wartet. Der war sehr wenig KP hat, überraschenderweise. Da muss er nicht gerade stark sein. Aber da hat er einen Partner? Nein. Er hat keinen Partner. Speermeister. Hui, ob ich diese Klasse jemals haben werde? Ja gut, jetzt war genug Zeit vertrödelt. Jetzt wird es Zeit zu handeln. Geh du rein. Mal sehen, ob du gut wärst gegen den. Nicht unbedingt, wie es aussieht. Aber du bist schon mal hier. Du kannst also jetzt auch gleich handeln. Kannst du mal mit den Kodachi in der Ferne angreifen. So. Kommt da mal ein bisschen Schaden ab. So. Kommst du auch noch gleich ins Spiel. Als Bogenschützin, aber du kannst leider nicht... Es ist blöd, wenn sie sich nur so eingeschränkt bewegen können, alle. Wie sieht's mit dir aus? Ach, du kommst auch nicht dran. Klasse, ey. Mann. Du kommst noch nicht mal zur Treppe. Und du sei so, kannst dich wahrscheinlich von der Treppe noch nicht mal aus bewegen. Naja, ein Stück, aber das war's, okay. Jetzt ist er dran und natürlich greift er sie. Oh, zum Glück daneben, ey. So, es ist uns sehr viel Schaden gegeben.
So. Gut, also wir kommen da jetzt mal hier hin, wo bei den Erzmeister und der Meisteringer von uns warten. Erstmal können wir uns um den spacken hier. Der Held, der die Welt erhält, wird nicht länger so heldenhaft sein. Und oh, diese Kinder, ey. Es ist Sonntag und die machen einen Riesenkrach schon wieder. Das sind jetzt nicht meine Kinder, sondern die Nachbarn, die mich wieder in den Wahnsinn treiben. So, Angriff! Und Tschiskowski. Ja, es ist tot. Oh, schade, kein Level Up, dann wärst du jetzt auch auf Level 20 gekommen. Du könntest also diese Truhe jetzt öffnen. Da brauchst du es also gar nicht. Eigentlich. Naja. Ja, der könnte auch jetzt aufsteigen. Ich habe aber leider nur zwei Meistersiegel. Ein bisschen nach vorne bewegen. Alter, wie weit das sich bewegen kann. Oh, aber die Waffenmeister, dagegen sieht es schlecht aus. Hat er keine Chance. Was sieht es mit der Waffe aus? Da kann er was ausrichten. Aber wenn der jetzt dazwischen kommt... Nee. Sorry, da habe ich keine Lust. Auf einen unnötigen Verlust meiner Truppe. So. Könnte wieder. Da kann ich ein bisschen heilen. EP-Gewinn ist alles. So. Sind wir hier fertig? Jetzt mal auf der Seite. Die können uns nicht gefährlich werden. Also es gibt keinen Gegner mehr, der ein Luftritter unbedingt gefährlich werden kann. Das heißt also, sie darf jetzt die Treppe nehmen und... kann sich nicht vom Fleck rühren und ist jetzt ganz alleine hier. Das kann ich nicht mehr zurücknehmen. So ein Scheiß. Ich kann die Treppe jetzt nicht nehmen. Ich bin hier gefangen. Jetzt wird sie attackiert und das war's für sie. Sie wird das bestimmt nicht überleben. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind gegen einen Luftritter. So ein Scheiß. Moment, kann ich vielleicht... Rettung? Geht nicht. So ein Scheiß. Warte mal, wenn ich mich hierhin bewege, dann... Okay. Komm hierher zurück. Glück gehabt. Das war knapp, ey. Heilige Scheiße. Okay. Nie wieder diesen Fehler machen. Ja, sie scheint gut zu sein, weil die können nichts gegen sie ausrichten. Können null Schaden machen. Und einmal Bronzekeuler gefälligt. Krass. Also ohne Häuptling geht es schon mal gut ab. Aber wie sieht es mit dem Basara aus? So, ein bisschen Unterstützung gefällig. Ha, tatsächlich, der kann auch keinen Schaden erleiden. Diese Gegner sind praktisch nutzlos. Aber dann kommt noch der Meister-Ninja hinzu. Okay, jetzt geht's los. Oh oh. Nein! I'm sorry, I let you down. Das gibt's nicht. Ah! Shit! Ich glaub wohl, ich spinne. Oh man! Dass ich so weit runter bewegen konnte zu ihm. Klasse. Ich hab extra Abstand gehalten, aber nö. Der Typ, ich hätte auf sein Bewegungsfeld achten müssen.
schon der nächste runter. Ach! Shit! Das Seil ist wieder draußen. Brrr. Ich könnte durchdrehen vor lauter Ärger. Ich sehe schon echt rot. Dafür werden jetzt einige hier büßen müssen. Und mit dem Leben bezahlen. Oh, die Ninjas können auch nichts ausrichten. Wie schwach sind die eigentlich? Was ist mit denen los? Ganz egal. Sie kommt nicht ran an die Gegner. Das heißt, drum erstmals. Der Erzmeister, ich weiß nicht. Ja, den Erzmeister. So. Okay, und jetzt du. Mach ihn fertig. Einer weg. Oh ja, so wie es sein sollte. Gut, gut, gut. Blütenfest. Tu Laterne weg, weil... Habe ich hier eh genug, da tue ich diese eine weg. Da habe ich dann wieder einen vollen Vorrat, auch wenn nicht wirklich viel runtergegangen ist. So weg, also nicht viel weggekommen ist. So schicke ich gleich mal den nächsten hinterher. Los, hopp, 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 hopp. Gegner sollen jetzt sterben. So will ich das sehen. Ich hoffe nur, das alles hat jetzt nicht den Schlüssel. So, jetzt darf eigentlich auch mal wieder Corin ran. Und diesen Ninja den Rest geben. Sorry. Ja, endlich mal wieder ein Level Up für Corin. Das war schon viel zu lange her. Ich habe mich immer um die restliche Gruppe gekümmert und das war ein Fehler. Vorher Shuriken. Du sollst mal zum Vorrat. Ich kann es später noch optimieren. Ich muss erstmal die anderen reinlassen. So, jetzt ist hier, jetzt ist jetzt erstmal sicher. Wir nennen uns langsam den Boss. Lieber. Oder sollte ich singen? Nee, lass mal. Brauche ich gar nicht. So, sie kommt gleich hinterher. Sie kann gleich die Treppe nehmen. Leider kann sie sich dabei noch kein Stück fortbewegen. So, Herbstfest. Ja, gib jetzt Drinker. So, und jetzt hier. Ihr habt es gewagt, Silas zu nehmen, ihr dreckigen Bastarde. Moment, wo ist eigentlich mein Heiler? Ach, hier. Jetzt braucht gerade Hinata als Samurai Unterstützung. Das ist ein sehr gefährlicher Kampf jetzt gegen die beiden Waffenmeister. Also kann schon mal die Vorlage geben. Sehr gut. Jetzt kommt noch Vergiftung oben drauf. Hinata? Lieber erstmals heilen.
Die Sicherheit. Und jetzt du, Hinata. Mach ihn. Kalt! So, der ist schon mal weg vom Fenster. Und jetzt auch für Hinata Level 20. Sehr gut. Waffenlevel B. Nicht schlecht. Und ein Silberkatana. Den kann er jetzt brauchen. Tu den... Geisterkatane weg. So, und jetzt du, Freundchen. Ja, sie hat auch erst Level 19. Gut, wenn sie ihn jetzt besiegt, könnte das jetzt auch die Chance sein, für sie auf das höchste Level zu steigen. Yes. Und? Ja! Ja, genau. Das war leider nichts. Die Silberkeule gibt es dafür. Moment, er hat das Meistersiegel. Soll ich es? Erst muss ich mich mit dem fortbewegen. Wer hat eigentlich den Schlüssel? Sie hat den Schlüssel. So, dann verwende mal das Meistersiegel. Um zum Kinshi-Ritter? Ich würde ja ihn zum Scharfschützen machen. Hohe Treffer und kritische Chance. Wir haben schon einen Kinshi-Ritter. Also gut, das erhöht auch die KP. Jetzt wird es Zeit für dich. Aufzusteigen! Das hast du schon lange verdient, mein Freund. Oh yeah! So sieht er doch schon viel besser aus. Oh ja, damit ist er vieles stärker. So, jetzt ist der Gegner dran. Ne? Doch nicht. Sehr gut, ein bisschen KP dazu. Sie kommt nicht an die Truhe ran. Soll ich den Schlüssel aufheben? Ja, lassen wir es sei so. Und Herbstfest gibt es dafür. Okay. Frisch gebackene Scharfschütze. Geilomat. Die anderen haben dabei auch schon mal Level 20 erreicht. Das finde ich gut. So, aber gibt es sonst noch jemanden, der vielleicht aufleveln könnte? Ich schätze mal nicht. Nee. Jeder hat die Chance bekommen. Es ist halt nur so jetzt das Problem, dass ich die anderen hier jetzt auch steigern müsste. Deswegen sollte ich die Level 20er das erste rauslassen. Die, was noch übrig sind, die noch ein Meistersiegel benötigen. Ich hoffe, dass ich meine gesamte Gruppe noch aufsteigen lassen kann. Na gut. Aber jetzt müssen wir erstmal sicher rein. Ein Berserker. Was ist das Beste gegen einen Berserker? Ich kann es nicht ausprobieren. Ey, wenn ich erstmal durch die Treppe gehe, dann war es das. Dann steht meine Entscheidung natürlich fest. Ich versuche es mal mit... Ich gehe mal mit Obero vor. Au. Schwer. Von der Ferne kann sie ein bisschen Schaden mit dem Rattengeist zufügen. Aber auch nicht viel. Gut. Wurde schon mal ein bisschen Schaden zugefügt. Dann... So ist es mal mit Hinoka. Heieiei, das ist ein... riskanter Kampf. Okay, das ist schon...
Probieren wir's. Und tschüss. Nice, ey. Dass er so wenig kapiert, dieser Berserker, das wundert mich schon extremst. Ja. Wundern hilft jetzt nichts. Stehen wir von den großen Bossen, jetzt wird's ernst. Für uns. Sie schon beinahe auf Warten gedrückt. Nein, nein, nein. Ihr geht schön vor, Leute. Schön vorwärts mit euch. Ich schätze mal, ich kann Azura nutzen, um Felicia reinzuschicken, weil eine Heilerin muss immer dabei sein. Gut. Jetzt rein mit dir. Stell dich zu den anderen. Gibt ja keiner, der heilungsbedürftig ist, nö? Was? Steht jemand auf der Treppe? Was? Komm schon. Mädel, beweg dich. So. Mit den anderen komme ich noch weiter. Ja, passt. So, und jetzt noch Corian hinterher. So, jetzt geht's los. Oh, oh, da kommen sie schon. Au, 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 das wird wehtun. Moment, 13x2? Nein! Bitte nicht! Nein! Warum muss es Felicia sein? Oh, fuck that shit! Du verdammter Bastard! Ein Schwertmeister. Das ist wieder eine Nummer für sich, ne? Ja, du hast wirklich die beste Waffe, aber hat so eine geringe Trefferquote. Er hat einen Stahlkatana, aber der kann nicht von der Ferne eingreifen. Ha? Dann schlage ich mal zu. Bronze Yumi ist leider Gottes. Hat leider nur eine schlechte Chance auf den Treffer. Gut, dann heißen Shuriken und los. Verdammt, der letzte Treffer muss ja daneben gehen. Aber das Gift macht doch zusätzlich Schaden. So, wer hat die Ehre? Ist echt blöd, ich habe extra gesungen, um sie mit reinschicken lassen zu können und dann sowas. Das ist aber nicht zu fassen. Obo, was war die Ehre? Den Down zu machen? Nein, zweimal daneben? Was? Alter, der Typ nervt ab. Jetzt hattest du dich endlich mal verpisst. Oh Gott. Trefferquote ist ja extrem niedrig bei allen Angriffen. Aber jetzt reicht's mir mit dir. Jetzt hast du dich endlich verpisst, Mann! Mann! Ach! Treffe ich überhaupt noch was? Schick vielleicht Takumi noch rein. Oh, sie steht auch wieder kurz vom Level ab. Ich kann die Treppe nicht nehmen, weil allem wieder jemand im Weg steht. Corian, jetzt. Kannst du immer nicht mal versuchen, aus dem Weg zu räumen? Der Typ nervt extremst ab. Boah, die Chancen sind so niedrig. Warum? Ich will den Typ endlich fertig machen. Boah, so wenig. So eine geringe Trefferquote. Warum? Was ist damit denn los? Diesen verflixten Typi.
lässt sich ja nur schwer besiegen. Ist mir alles so risikoreich hier. Ich will jetzt keine Zeit mehr vergeuden. Ich stehe kurz vor dem Ende. Sie hat die höchste Trefferquote, 57%. Jetzt komm, treff ihn! Mach ihn down! Mach ihn down! Ja, danke schön! Oh Mann. Das hat mich so extremst abgenervt. What? Okay. Okay, es empfehle ich gegen keinen Angriff hier. Ist gut. Okay, Corin. Jetzt hat, dass du den General mal ein bisschen Schaden machst. Ich bin froh, dass du es so weit geschafft hast. Aber es arbeitet auf der Hut, denn dieser Professor geht vorbei. Und jetzt zeigt mir, was ihr könnt. Ja, ist mir nur recht. Wenn es noch eine weitere Herausforderung gibt, ich werde sie bestehen, koste es, was es wolle. Aber da riskiere ich extrem viel Schaden für sie. Wie sieht's mit ihm aus? Habe ich eine bessere Chance gegen diesen nächsten Speermeister? Eieiei. Das könnte wieder das Ende von jemandem bedeuten. Mit den anderen komme ich da bestimmt nicht hinterher. Eieiei. Den anderen liege ich zu weit hinten. Ja, komm. Setz doch was ein, Sonnenfest. Wenn du schon dabei bist. Du hast das Erfahrung zumindest gewinnst dadurch. Mehr kann ich nicht mehr. Oh. Okay, mit den Takumi kann ich mich noch reinbewegen, aber kommt überhaupt dran? Schätze mal nicht, nö. Es geht los. Sie kann selber keinen Schaden zufügen. Das war's für sie. 21. Ja, leider. Da lacht sie auch noch. Die Schreie der Sterbenden. Die ist krank, ey. Beide können sich gegenseitig keinen Schaden machen. Ah, fast keinen. Gut, du musst jetzt sich für sie rächen. Los! Komm schon. Down. Victory is mine. Allerdings. Ein Naginata. Magische Waffe. Das ist nicht möglich. Fähigkeiten werden nicht ausgelöst. Dornen des Naginata. Tu das mal zum Vorort schicken. Okay, jetzt wird Zeit, dass du als Scharfschütze zeigst, dass du so drauf hast. Gib ihm den Rest! Und du darfst sogar kritisch angreifen! Nimm das! Großartig. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Das freut uns zu hören. Boah, beinahe ein Level Up. Und geschafft! So, Freunde. Endlich ist der Tag gekommen, der Augenblick der Wahrheit. Jenseits der dieser Tür befindet sich der legendäre Regenbogenweise. Sei vorsichtig, Corin, werde nicht unnachsam. Du hast recht, lass uns langsam vorgehen. Alright. Eins, zwei, drei! So, was erwartet uns dahinter? Was? Yes. Oh, hallo. Wusste ich's doch, es ist der alte Mann. Ja, wieso ist denn wieder hier? Hohoho, ich wohne hier. Entschuldigt, wenn ich euch enttäuscht habe. Das kann nicht wahr sein. Ihr seid der Regenbogenweise? Wieso habt ihr nicht... Das
gesagt, als wir euch zum ersten Mal trafen. Tja, das hätte doch den ganzen Spaß verdorben, nicht wahr? Die Legende würde das leiden, wenn man mich einfach überall treffen könnte. Ihr habt wohl recht, aber wir haben es geschafft. Werdet ihr uns nun dieselben Kräfte gewähren wie denen, die vor uns kamen? Nein. Warum denn nicht? Wir taten alles, was ihr uns verlangtet. Oder gibt es doch eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen? Nein, es gibt kein weiteres Hindernis. Ihr habt es geschafft, ihr könnt stolz sein. Seht ihr es denn nicht? Ihr habt so hart gekämpft, um hierher zu gelangen. Die Reise an sich hat euch schon stark gemacht, euren Geist und euren Körper. Bete ich euch noch weit 10 Meter zu erklimmen, würde ihr es zweifelsohne tun. Das ist die Kraft des Sumeragi, Garn, Sander und der vierte ist das habe ich jetzt überlesen. Ja, ich verstehe langsam, was ihr meint. Spürst du das Gefühl, dass du alles erreichen kannst? Ja, ja, ich spüre es. Danke, Regenbogenweise. Dank mir nicht zu früh. Es gibt noch was, das ich tun kann, Corin. Moment, woher kennt ihr meinen Namen? Ich weiß alles über dich, mehr als du dich selbst weißt. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Nun zeig mir bitte dein gesegnetes Yato. Einverstanden, habt das mit dem Flammsiegel zu tun? Ah, ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Sehr gut. Jetzt muss ich mit dem ihn reden, der den Fujiyume sein eigen nennt. Hä? Was wollt ihr denn von mir? Hebt bitte beide eure Waffen. Und jetzt seht einander mit ruhigen Geist und offenen Herzen an. So beginnt es. Das Flammsiegel muss geöffnet werden, um Frieden zu bringen. Okay, was macht das? I who forge the sacred blade. Ich wundere mich, wenn ich jetzt wirklich in Classic Mode gespielt hätte, hätte das jetzt der Story wehgetan? Ich, der die heilige Klinge schmiedete, ich, der die große Sünde beging, ich, der die heiligen Farben verwob, ich rufe dich an, Flammensiegel. Okay, wow. Wird jetzt die Waffe verstärkt? Was geschieht denn mit Yato? Es verwandelt sich. Moment. Ich sehe gerade die Sockel. Wir haben eins der Juwelen aktiviert, oder? Ja, yeah. Der Kling Yato ist nun nicht mehr. Du bist nun stolz, bist du das als nötigen Nachfolger des Edel-Yato. Ich spüre, wie eine Macht die Klinge durchströmt. Das ist nichts verglichen mit dem, was du später noch spüren wirst. Aber mehr kann ich dazu vorerst nicht sagen. Sollten meine Quellen stimmen, so suchte ich eine sehr verwirrte Armee. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um nach Noah zurückzukehren. Ihr habt recht, das hatte ich schon fast vergessen. Yes. Verständlich. Bei all dem, was du bisher durchgemacht hast. Wie dem auch sei, du solltest dich schnell besinnen und weiterziehen. Ich bin mir sicher, dass vor euch noch härtere Herausforderungen liegen. Edel-Yato! Nice! Haben wir tatsächlich jetzt diese Waffe bekommen? Thank you. Hab Dank, Regenbogenweiser. Es war uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin nur überglücklich, dass dir auf dem Weg hier nichts zugestoßen ist. Ich gelobe, zurückzukehren und euch zu besuchen, wenn der Krieg vorbei ist. Oh? Was ist? Sollte ich das etwa nicht tun? Oh, verzeiht mir natürlich, wärst du stets bei mir willkommen. Leb wohl, Corin. Leb wohl, Regenbogenweiser. Hab Dank. Ich hoffe, er kann seinem vorbestimmten Schicksal gerecht werden. Ich werde aber wohl nicht lange genug auf dieser Welt verweilen, um das zu erleben. Aber ich wünsche ihm nur das Beste. Ja. Damit haben wir das 19. Kapitel auch abgeschlossen. Und unser Yato ist jetzt stärker als jemals zuvor. Aber anscheinend ist es noch nicht seine wahre Stärke. Er könnte noch... Ich meine, da sehe ich noch 3 weitere Sockel. 3 weitere leere Sockel könnten da noch weitere Juwelen hinzugefügt werden, um ihn die endgültige Stärke zu verleihen? Wir werden es sehen. In nächster Zeit. Das Spiel kann sich noch eine Weile hinziehen. Na gut, das war es mal mit Kapitel 19. Und immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte ich dich zu bestätigen mit einem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush for the Fake Itin. Bis zum nächsten Part von Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. Also auf Wiedersehen. Tschüss.